Hier sind wir jetzt auch schon wieder an der Brücke, wo wir das letzte Mal die Blähfliegen ungefähr hier beseitigt haben. Ich habe jetzt aber gesehen, dass hier nochmal ein paar Feinde sind und hier oben läuft irgendwas rum. Und ich hoffe einfach mal, dass wir da vielleicht ein bisschen Ausrüstung kriegen können. Und deshalb rüste ich mich jetzt aus mit der Handgun. Weil ich glaube, gegen einen Flammenwerfer kommen wir mit einem Baseballschläger eher weniger an. Und wir wurden schon gesehen. Der möchte gerne eine Splittergranate werfen. Das versuchen wir zu verhindern. Dann nur noch wegrennen. Oh Mann, ey, die sind echt hartnäckig. Ach du... Die sind echt hartnäckig. Wechsel mal spaßeshalber in die Ego-Perspektive. So, das normale Aim geht augenscheinlich besser als das vorprogrammierte. Wo sind jetzt die Leichen denn? Mit E durchsuchen. So, nehmen wir mal mit. Es könnte sogar wirklich besser sein als das, was ich gerade anhabe. Und ein Helm gibt es direkt auch noch. Ah, da waren noch mehr. Da unten liegt er. So, nehmen wir einfach mal erstmal alles mit. Verkaufen können wir es ja immer noch. Und dann gucken wir mal schnell. Können wir die hier schon reparieren? So, mit R reparieren. Okay, geht nicht. Wahrscheinlich, weil die noch zu heile ist. Was haben wir noch? Splittergranaten, 3 Kleidung. So, momentan haben wir das hier an. Nahkampf plus 5. So, erstmal den Helm hier an. Gibt es da nicht auch eine Zurücktaste irgendwie? Muss ich nochmal gucken. Kann man die hier reparieren denn wenigstens? So, die... die hier ist das, ne? Kann man. Und dann können wir die auch direkt mal anziehen. Die ist nämlich ein bisschen besser als unser Tunnenschlangen-Outfit. Und... Bitte, ehrlich jetzt? Okay... Das hatte ich jetzt so nicht in Erinnerung. Habe ich mir eine Mod geladen? War irgendwas da... Das Outfit kenne ich noch gar nicht. Ich mache mal hier schnell einen Quick Save. Ich glaube, das war F11, oder? Hm. wir sehen uns gleich wieder. Sorry. So, schnell laden oder schnell speichern, wir wollen ja nicht so kleinig sein. Wir sind wieder an der Brücke, jetzt zum dritten Mal, wurden auch schon direkt entdeckt und wir kämpfen uns jetzt einfach nochmal durch. Na, so, und ab geht die wilde Fahrt, wer will nochmal, wer hat noch nicht, ich hab die Gicht. Das war ein Gedicht, genau. Aber wie ich Granaten liebe... Doch.
Oh fuck. Komm, triff sie. Na, sag ich doch. In den Kopf. Das macht doch Spaß. Und dann haben wir schon wieder direkt... noch einer? So. Da ist noch einer. Hinter uns. Wo ist der? Wahrscheinlich über uns. So, wir suchen jetzt erstmal wieder hier die Sachen zusammen. So. Einer müsste noch da gewesen sein. Und schon wieder dieses Summen. Ich weiß noch nicht, was es zu bedeuten hat. Aber wir machen jetzt mal schnell wieder hier die Kleider fertig. Wir reparieren die jetzt, indem wir die zusammennähen quasi. So, das machen wir mit R. Und anziehen. Den Helm natürlich auch. So ist es Brauch. Oh mein Gott. Und hoch damit. Okay, jetzt sehen wir nochmal anders aus. Ich hab die alle gar nicht mehr so in Erinnerung. Naja. Vielleicht habe ich auch einfach nicht mehr... Also schon zu lange nicht mehr gespielt. So, und jetzt nochmal schnell speichern. Okay, hier ist nichts drin in dem alten LKW. Ist das ein LKW? Ne, es ist die Bahn, natürlich. Oh. Hallo, Freund. Upsala. Nein! Doch, das hätte auch ins Auge gehen können, ne? So. Den machen wir auch nochmal. Als er das Outfit wieder gewechselt. Upsala. Es war witzig, dass wir so ein Sieb umhaben. Ne, so. Hab das ehrlich nicht mehr so in Erinnerung. So, wir schleichen mal ein bisschen. Weil ich hier echt Sorge habe, dass wir schon wieder verrecken. Ich sehe nichts. Das ist nicht so gut. Mal schnell die Ego-Perspektive angeschaltet. War es das hier schon? Nee, da sehe ich doch was. Der hat auch eine schöne Waffe da. Den treffe ich doch nie im Leben. Ach du. Ah, da ist wieder Mrs. Flammenwerfer. Aber erstmal... Ach, hier, guck mal, den Barbaren können wir noch lesen. Erstmal zwei Stimpacks. Habt ihr ja toll hingekriegt. So, der erste ist weg.
Ah, da ist noch einer. Rechts von uns. Na klar geht das nicht. Schieß mir doch nicht die ganze Munition aus meiner Waffe. Warte, Zigaretten kann man gut verkaufen, glaube ich. Nehmen wir mal mit. Und wir machen unsere Kleidung wieder ein bisschen fertig. Oh, jetzt haben wir gerade nichts an. So. Schon besser. Ach. Ja, die kenne ich aber noch. So, wir... Ach nee, wir wissen ja jetzt, wie es geht. Schnell speichern. Und ein Stimpack. Na, immer wieder gern. Ah, na schön, ey. Endlich ein Heckenschützengewehr. Na geil. Das können wir dann auch ganz gut gebrauchen bei den anderen Spinnern, die uns ein bisschen flambiert haben. Wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. So, ist da hinten jetzt noch was? So ein Licht gibt's nicht, ne? Schade eigentlich. Na. Jetzt geht's los. Habe ich ihm erstmal richtig schön das Ding aus der Hand geschossen. Genau so war das geplant. Hilfe, Hilfe. Die Zeit ist um, Prinzessin. Na gut, wenn du das sagst. Die ist aber hartnäckig. Da hilft dann nur ein gezielter Kopfschuss ins Knie. Brennstoff für den Flammenwerfer, na warum denn nicht? Und ein Springmesser ist auch immer gern gesehen. So, das brauchen wir erstmal nicht. Wir machen weiter mit F5. Möchte nicht nochmal laufen müssen. Und der nette Herr hat doch seinen Flammenwerfer verloren. Der sollte doch eigentlich jetzt irgendwo hier liegen. Im Optimalfall. Tut er nicht? Na gut. So ist hier die Raiderzentrale. Was bin ich jetzt hier wirklich nur hingekommen, um mir kaputt zu machen? Gibt's hier keinen Looting oder so? Na gut, dann können wir hier runter. Ist doch schon wieder was explodiert irgendwo. Hab das doch gehört. Runter kommen wir da auch nicht. Also wieder zurück. Und wir laufen, stecken die Waffe weg. Ja, sieht auch ein bisschen komisch aus irgendwie, wenn sie läuft. So geht's ja, ne? Naja. Upsala. Aber eins muss man den Raidern ja sagen. Den Raiders. Haben hier schon nette kleine... Brücke gefunden. Ich glaube taktisch ganz gut hier oben, ne? Wobei in der Hitze des Ödlands unter der Haube hier, die wir jetzt aufhaben, es ist bestimmt auch ganz schön heiß. Aber wir sind jetzt ein bisschen besser ausgerüstet und stellen uns jetzt den Kampf gegen die Raider-Bande in diesem kleinen Haus da, wo wir neulich waren.